Okay, das Sturmgewehr, Siegfriedlinie Deutschland, 18. Januar 1945. Unsere Flächenbombardements des Ruhrgebiets haben die Deutschen empfindlich geschwächt. So sehr, dass sie die Produktion bestimmter Waffen, vor allem das STG-44 Sturmgewehrs, verlagern mussten. Jetzt wissen wir, wohin. Offenbar betreiben die Deutschen an der Siegfriedlinie in der Nähe der Feste Schmerzen eine Waffenfabrik mit Waffenlager. Das ist unsere Chance, den Nachschub der Deutschen zu hören. Hier ist der Plan. Dringen Sie in die Anlage ein und besorgen sich eine Tarnung und entsprechende Papiere. Verwenden Sie am besten eine Pistole mit Schalldämpfer. Stehlen Sie dann die Konstruktionspläne des STG-44. Suchen Sie anschließend das Teil- und Waffenlager. Schnappen Sie sich dort die neueste Version des STG-44. Sprengen Sie das Lager in die Luft und bringen Sie sich selbst in Sicherheit. Dieses Sturmgewehr ist eine Revolution auf dem Gebiet der Waffentechnik. Ihr vollautomatische und überaus präzise Waffe hat ein großes Magazin und die Reichweite eines guten Gewehrs. Außerdem ist das STG-44 5 Pfund leichter als das BAR oder BAR. Keine Waffe in den Arsenalen der Alliierten oder der Achsenmächte ist mit dem STG-44 vergleichbar. Passen Sie auf sich auf, Lieutenant. Also, wie man es hier gerade schon vorgelesen bekommen hat oder wie auch immer, ist es tatsächlich so. Viele, viele Sachen, die Deutschland entwickelt hat, waren halt der Technik zu der Zeit voraus. Sei es der Königstiger, sei es der Tiger, sei es das STG-44, beziehungsweise dann später die Sache mit den Strahltriebwerken oder halt mit der V2, die in Peenemünde hergestellt und gebaut wurde. Das ist unwitzig. Doof ist, ich sehe nichts. Kann das MG halt nicht sehen. Es waren halt so Techniken, die halt wirklich fortschrittlich waren. Später, was ja nie zum Einsatz so wirklich gekommen war, es gab ja nur den Prototypen, ist halt genauso dieser Horten-Nurflügler. Also der Vorgänger, das haben die Amis, also das sind dann ja viele Konstrukteure, Wissenschaftler, etc. Entweder hat Deutschland die halt schon vorher gekillt, also ermordet, kann man dazu sagen, gekillt hört sich ein bisschen hart ein, ermordet, dass die dass die halt nicht in die Hände der, vor allem in die Russen sollten sie ja nicht kommen, die Hände der Russen, beziehungsweise halt in den Händen der Amerikaner, dass da die Technik nicht dann nochmal irgendwie verwendet werden soll. Nichtsdestotrotz haben halt viele Wissenschaftler, die halt nicht ermordet wurden, halt die Flucht gewagt. Und natürlich nicht zu den Russen, sondern zu den Amerikanern. Das war auch zum Großteil immer, was man halt so gehört hat. Natürlich dann dementsprechend auch die beste Entscheidung. Oder die bessere Entscheidung, wie man es halt auch nennen möchte. Und unter anderem sind die, vor allem auch Baupläne, in die Hände der Amerikaner, der USA gelangt. Und da halt unter Umständen, beziehungsweise unter Umständen unter anderem, halt die Baupläne des Horten-Nurflüglers. Das ist der Vorgänger vom B-2 Tarnkappenbomber, den die USA ja als Flächenbombardement halt aus dafür nutzt. Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja. Entschuldigung. Und ja, so ist es halt dazu gekommen, dass halt, wer sich da halt, sag mal vorsichtig, ein bisschen mit auskennt, warum halt der B-2-Bomber halt so eine krasse Ähnlichkeit mit dem Horten-Nurflüger hat. Wie gesagt, das ist halt so der gedankliche Vorgänger, tatsächlich. So. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Sehe, wir haben einen ungebetenen Gast. Nein. So, zack. Gott, hat keiner mitgekriegt. So, dann nehmen wir halt einen Sicherheitsstufe 2-Ausweis. Damit passt es halt auf, wir können speichern. Also es sind halt wirklich viele, viele Waffen, die halt Deutschland wirklich... Guten Abend. Guten Tag. Ach, Jan. Ihren Ausweis. Ja, hier. Ihre Papiere sind in Ordnung. Ist halt auch krass. Halt so krass denn dementsprechend halt entwickelt haben und zum Vorteil eigentlich, wenn der Krieg länger gegangen wäre, Deutschland halt wirklich vielleicht die Wende nochmal gebracht hätte. Wie Königstiger, größere Produktion... oder halt STG-44, bessere Produktion, etc. Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Aber natürlich. Eindringling! Na komm. Das ist nervig. Kann ich hier... Nein.
Ich habe hier wahrscheinlich keine weitere großartige Möglichkeit, irgendwie meinen Ausweis zu ändern. Aber das ist hier das Problem. Wir haben leider den Wissenschaftler ausschalten müssen. Den Offizier haben wir ausgeschaltet, der uns halt enttarnt hat. Und dementsprechend kommen wir soweit erstmal weiter. Komme ich hier rein oder ist hier zu? Hier ist auf. Bringt mir das was, ist so die große Frage. Moin. Schönen guten Abend. Ja, es bringt mir was. Ja, zack. Entsprechend komme ich da ins SCG-44. Also, wir haben erstmal... dringen Sie in den Stützpunkt ein, Tipp, besorgen Sie eine Enttarnung, haben wir. Stehlen Sie die Pläne des SCG-44, haben wir. Stehlen Sie ein SCG-44, müssen wir, zerstören Sie das Waffenlager, verlassen Sie den Stützpunkt. Also viel wird, denke ich mal, auch hier nicht mehr kommen. Ich habe jetzt für die erste Mission 4 Minuten, glaube ich, vor irgendwie so um 40 Minuten gebraucht. Ist das die neue Lieferung? Gut, dann bring das zu Josh. Josef ist diese Woche nicht da. Hast du die Extras dabei, die ich haben wollte? Was für Extras? Du weißt schon, die Extras eben. Habe ich vergessen. Vergessen? Ich hab dir 50 Mark dafür gegeben. Vergessen. Die 50 Mark sind ausgegeben. Ich brauch nochmal 50. Was? Du Halunke hast mein Geld ausgegeben. Ja, ist weg. Ich bring dir dein Zeug beim nächsten Mal mit. Ich habe keine 50 Mark mehr. Tja, wann auch immer. Ich hab keine Eile. Mach dich vom Acker, du Ganove. Ja, gut. Bisschen Zoff. Oh, da haben wir STG 44. Hören Sie jetzt Waffenlager. Oh. Gut, und tschüss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich wieder durch die Tür raus muss. Da wir hier ja nicht großartig irgendwelche Probleme haben, können wir auch mit der Pistole jetzt einfach nach vorne gehen. Die müssen wir nachher nur wegstecken. Da einmal rein. Holen uns die Pläne nochmal. So, zack. Jetzt stecken wir die Waffe weg, nehmen die Pläne. Tun jetzt nochmal Quicksafen. Dass wir da das nicht nochmal machen müssen. Das Gespräch fand ich aber relativ cool gerade. Das heißt, STG 44 nehmen, Zünder und Abhaus. Josef. So. Das passt schon. Haben wir wirklich? Jo. Zack. Machen wir das mal so. Ist okay. So, zack. Das war jetzt ein bisschen unlucky. 5? Nein. Ungünstig, ungünstig. Falsche Waffe, falsche Waffe. So. Sehr ungünstig. Ich wollte eigentlich das STG-44 haben. Na egal. 6 HP noch. 6 Gesundheit. Ähm, 31. Nein, nachladen. Na komm. Ach komm schon. Also klar, die ganze Basis ist jetzt in Aufruhr. Und das sind und wird, werden nicht wirklich, wirklich wenig werden. Das hat SG 44. So. Den können wir jetzt damit auch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. So. Da haben wir jetzt auch schon denn die Offiziere mit am Start. Also, im Endeffekt ist es relativ klar, dass die jetzt hier alle ankommen. Es ist halt eine riesen Basis. Ja, und die ganzen Leute werden jetzt halt in Alarmbereitschaft gesetzt. Oh. Den machen wir weg. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich richtig laufe. Wahrscheinlich. Weil ich... Obwohl, wartet mal. Geh mal kurz zurück. Es kann sein, dass ich richtig gehe. Es kann aber auch komplett sein, dass ich komplett falsch gehe. Ich möchte ganz gerne nochmal in den Raum rein. Ob... Ja, ist okay. Ob ich durch die andere Tür jetzt durchkomme oder ob die Tür zugesperrt ist. Weil der Pfeil zeigt ja eigentlich in diese Richtung. Weil es wäre ja doof, wenn ich halt wirklich einmal zurückgehen muss. Also, na, was heißt doof? Ne? Das ist halt nur mal so.
Okay, ist zu. Nur um nochmal sicher zu gehen, dass es auch wirklich so ist. So, Thompson, davon haben wir genügend Munition, weil die ja, MP40 ist halt neben K98K. Main-Waffe. Oder Hauptbewaffnung der Deutschen gewesen. Und dementsprechend haben wir da auf jeden Fall auch kein Problem irgendwie mit der Munition. Dass wir da keine Angst haben brauchen, dass wir da zu wenig haben. Oh. Da. Ich würde jetzt teilweise auch lieber gerne. Aber das liebe gerne. Eigentlich meist kein Unterschied tatsächlich. Ob ich jetzt das Snipergewehr habe oder K28K. Beide haben relativ wenig Schuss. Kommen sogar schon die Wachen von draußen. So. Da hinten war ein Ding jetzt, ne? Oh, egal. Jo. Ach komm. Nehmen wir mal alles mit. Okay. Okay, doch nicht. Ich dachte, jetzt geht die Sirene aus. Da hinten war vorhin ein Knopf, den ich interessant, dass Siri gerade schon wieder anging. Weswegen auch immer. Jetzt ist es doch wieder aus. Oh, hi. Stimmt. Dich gibt's ja auch noch. Stimmt ja. Dich gibt's ja auch noch. Machen wir nochmal Tür zu. Kann ich diese... Da ist die Sirene endlich aus. Alter! Oder? Okay. Ich glaube, dieses An-Aus-Spiel brauchen wir nicht machen. Weil die wird erstmal weiterhin an und ausgehen. Wir gehen mal hier hinten rum. Um die Leute nochmal ein bisschen zu verwirren. Haben wir nochmal einen. So, Ruhe. Oder auch nicht. Trippeltrappel. Ganz viel Trippeltrappel. So. Haben wir da nochmal welche? Ja, ja. Der ist auf jeden Fall auch jetzt ausgeschaltet. Dass die auch immer zum falschen Zeitpunkt hier kommen müssen. Kurz mal in dem Raum reingehen, nachladen. Mal 5 und 3. Hier rechts geht es ja zum MG-Bunker hoch. Jawohl. Auch da stellen wir uns ganz kurz mal rein. So, von da sind wir gekommen. Wir müssen aber hinten scheinbar raus. Mach den Kram doch mal aus jetzt. Ist nix. Alter. Mach doch mal aus jetzt. Das Gedudel. Danke. Okay. So viel dazu. Das Ding wieder. So. An, aus, was auch immer. Und zack. So. Zum Glück haben wir jetzt Snipergewehr. Von? Da. Okay. Ich habe eben gerade nur die Schritte halt gehört.